So Leute, jetzt geht's weiter. Es gibt hier immer so zwei, es gibt Cutscenes, habe ich gehört, und es gibt vorher noch so eine Besprechung. Aber da gibt es irgendwie kein Bild, da bleibt wohl das Bild, wo ihr jetzt da gleich seht, stehen, und dann hört ihr so einen Satz. Aber es gehört dann jetzt schon zu dieser Mission. Ich habe dann da gefragt, was das ist. Anscheinend ist es, weißt du, so gemacht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Rühren. Tempelhof war ein wichtiger taktischer Sieg für die freie Welt. Allerdings brauchen wir weitere Siege, um die Kontrolle über die ehemaligen westlichen Besatzungszonen Deutschlands zurückzugewinnen. Nach der Umgehung des Großraums Berlin, die die Russen offenbar billigend in Kauf genommen haben, rücken sie nun unaufhaltsam zur Elbe vor. Unsere einzige Chance, ihren Vormarsch zu stoppen, ist ein Angriff auf ihre wichtigste Versorgungsader bei Hermsdorf. Eine Eisenbahnbrücke nordwestlich von Berlin. Starten Sie über den Havelkanal einen Überraschungsangriff. Besetzen Sie Hermsdorf und halten Sie den Ort bis auf Weiteres. Machen Sie keinen Fehler, Lieutenant. Sobald die Russen unsere strategischen Absichten erkennen, machen sie ihnen die Hölle heiß. Okay. Es sind beim... wunderbar, wir haben echt so... So, lass uns mal gucken. Einheitsinfo. Über den Panzer, den haben wir. Der ist also schon mal uns. Dieser leichte amerikanische Panzer ersetzt den zweiten, den veralteten M24. Okay, aufgrund... Okay, die Einheit M kann mit maximal ein oder drei Ausrüstungen verbessert werden. Radarsysteme, dann sind vergrößern die Sichtbarkeit der entsprechenden Fahrzeuge. Das ist gar nicht so schlimm. Flammenwerfer auch ganz cool. Das ist das Briefing nochmal. So, das ist... Also... das sind die Einheiten, wo wir haben. Das sind alle unsere Einheiten. Ey, cool. So, wo ist denn unsere Ressourcen? Prestige 30 dürfen wir maximal haben. Wo ist, sind meine... Oh, ich habe 30 Kosten. Yippie. Panzerwagen. Was kann man denn kaufen? Sagen wir es mal so. Eigene Lackierung. NATO-Standards. Aha, okay, komisch. Okay, lassen wir es mal so, ist okay. Panzerkampfwagen, was ist das hier? Warte, wenn uns keinen Gegner schieben unterstützt. Er kann als Spähfahrzeug. Okay. Den würde ich gerne verkaufen. Moment mal, das hier ist das Kaufmenü. Okay, jetzt kommen wir der Sache. Okay. Und die Einheiten, die gehören uns. Das ist mein Sanitäter. Okay, was können wir kaufen? Gibt es sowas wie ein Reparaturfahrzeug? Nein, was ist das hier? Der Einsatz eines Aufklärungshubschraubers ermöglicht Ihnen eine zuverlässige Einschätzung, fand ich. Okay. Warum kosten die drei? Okay, das ist der Sanitäter. Sollen wir die Einheiten so lassen? Ja. Warum habe ich hier keine Ressourcen? Ihr aktuelles Prestige 30. Waren da nicht irgendwas mit 200 oder so? Hatte ich da nicht so irgendwas da erfahren oder so? Okay, was hätten wir denn hier? Nach der Aktivierung des Turbos fährt dieses Fahrzeug schneller. Okay. Ich würde sagen, wir lassen das kaufen. Lackierung für Infanterie? Na, jetzt bin ich mal neugierig. Ne, gibt nur für Panzer, okay. Ja gut, das sieht ja echt. Nein. 30 ist jetzt. Ich
Ich kann ja eigentlich hier nichts machen. Die anderen, wo ich hier habe, okay. Was mich jetzt mal interessiert ist, wo sehe ich denn hier den Stufenaufstieg? Das wird wohl hier irgendwo sein. Hier wird es wohl auch dieses Sternensystem geben, gehe ich von aus. Ja, das kann meinetwegen so bleiben. Jetzt mal kurz was gucken hier. Effektivität gegen Fahrzeuge. Ja gut, das ist klar, ist hier 0. Der ist gut gegen Fahrzeuge, ja. Das ist so ein mobiler Panzer. Mobiler Panzer, oder? Ja. Gut, also hier unten, das ist meine Armee. Unterstützungseinheiten gibt es hier also auch. Interessant, interessant. Ja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Das ist okay. Starten Sie die Mission mit den ausgewählten Einheiten? Eigentlich würde ich die gerne starten, aber was hast du? Moment mal, muss ich die hier reinziehen? Ah, okay, jetzt wird's interessant. Okay, gut, ja, jetzt verstehe ich auch. Hier 11, der gibt 4, sind 15. Ergibt Sinn, ja. Ach so läuft das. Das musst du hier reinziehen. Okay. Ja, wunderbar. Für das Fahrzeug schneller. Ist das jetzt sinnvoll? Ich würde sagen, es ist eigentlich uninteressant. Wir könnten noch eine Infanterie holen, aber sehe ich jetzt momentan nicht die Verwendung. So, was mich interessiert ist, wo sehe ich meine Erfahrung? Ich weiß es jetzt nicht. Also die haben jetzt noch keine, deswegen ist es jetzt hier schlecht. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach. So, das sind meine Truppen. Ja, ist jetzt nicht der Burner, aber es ist besser als nichts, ne? Euch kann ich nicht benutzen, ne? So, stopp kurz. Also ich habe gedacht, die machen da jetzt weitere Kämpfe. Okay, probieren wir das hier. Erobern Sie einen M59 Truppentransporter und den Russen zurück. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Okay. Ah, da ist nichts drin. Ah, hier haben wir.
quickly! Right, sir. We're heading there, sir. Primärziel erreicht, Commander. Into that vehicle, quickly! Into that vehicle, quickly! Into that vehicle, quickly! Ach, der ist da oben rein. Ah, ist da oben rein. Okay, was haben wir hier? Hansa? M59 reporting in, sir. Zeig mal her, was bist du passend? Oh, Reparatur. Reparatur. Aktiviere Reparaturfähigkeit, um die Wapperpunkt verbindende Einheiten in der Nähe wieder herzu. Oh, cool. Ja, das ist ja cool. So, du kannst mal kurz gucken. So. Ja, nice, das sind Reparaturfahrzeuge. Wie geil ist das denn? Und zwar, dass die heißen M50 APC. Ja, nice, das geht echt. Ja, wunderbar. Warum bewegt sich der Panzer, wenn die Infanterie sich da bewegen soll? Okay. Ja, wir warten jetzt mal, dass wir beschleunigen das mal. Ah, wenn ich hier einmal drauf drücke, Pause, bei zweimal macht er die Beschleunigung, okay. Primärziel erreicht, Commander. Ja, nice, ich krieg einen Panzer. So, jetzt mal gucken. Erobern Sie, habe ich, ja. Rüsten Sie Ihre Einheit mit Amphibienausrüstung aus und überqueren Sie den Fluss. Oho, okay, Amphibien. Wie geht das bitte? Turbo? Das ah, das können nur die hier. Und dann kann ich die ja mitnehmen, ne? Also hoffe ich jetzt mal. Die Panzer können das nicht. Nee. Können Infanteries darüber einfach? Ich glaube nicht, ne? Wir versuchen es mal. So, lass mich mal gucken. Kann eine Infanterie darüber? Nein, eine Infanterie kann ich einfach darüber. Okay, dann kommen hier hin. Moment mal, ich hab doch das aktiviert, oder? Jetzt, okay. Ja, ist typisch mal, dass ich hier die Flagge mir krallen muss. Wir haben den Feind geortet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Alter, halt ja aus, Wahnsinn. Somebody
haben den Feind geortet, Sir. M59 das Gebäude. CPC is ready, moving to new location, Sir. In das Gebäude, Jungs. Irgendwie gehen die nicht rein. Doch jetzt. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. So. Into that vehicle quickly. Geht das jetzt wieder los mit dieser tollen Bewegung, wo nie funktioniert? Oh, irgendwie wackelt bei mir, hängt das jetzt gerade, aber übelst gerade. Ah, ja, ich sehe schon. Sehe ich, da ist nichts drin. Wir packen unsere Truppen da rein. Du kannst da nicht rein. Aber pass auf, dann bleib einfach hier. Erstmal. Das sind wirkliche Reparaturfahrzeuge. Perfekt. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ja, der hat keine Chance, der ist. Was uns jetzt hier ist erledigt. Besetzen Sie den Bahnhof. Wir haben den Feind geortet, Sir. Erobern Sie den Helipad. Okay, mehr ist jetzt hier nicht. Wir haben den Feind geortet, Sir. Wir haben den Feind geortet, Sir. Okay. Komm mal her. Und du gehst mal jetzt hier rein. Wir haben den Feind geortet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter
Okay, das ist... Ja, komm schon weiter. Kommen wir da rüber? Nee, ihr kommt da nicht rüber. Muss ich das jetzt wieder alles extra aktivieren oder kriegt ihr das auch so hin? Ja, ich muss es wieder machen. Oder? Muss ich mal gucken. So, jetzt müsste es gehen. Ach so, oh. Ja, wir gucken mal. Ein Geheimziel? Was ist denn hier? Oh, hallo. Moment mal, ich hab doch Truppen hier drin. Passagiere mal bitte aussteigen. Kann ich damit jetzt Unfug machen? Stopp, zurück. Hey, ja, ich kann damit Unfug machen. Was habt ihr denn so für eine Reichweite? Wo sieht man denn das bitte? Reichweite. Was haben wir denn hier? Kampfschatz. Okay. Das ist schon mal gut. So, lass mal gucken. Was ist das hier? Bombardieren Sie das gewählte Gebiet mit Schnelltaste G. Bodenangriff. Ach so, Bodenangriff. Entschuldigung. Ne, Bodenangriff, bombardieren Sie mit Schnelltaste G. Kann ich euch doch so bewegen? Ja. Das geht. Dreh dich mal nach da. Weil wir holen uns noch den Helipod auf jeden Fall. Ja, stellt euch mal so hin, ist okay. Okay. Da gehen wir nachher hin. Oder kommen wir von da aus hin? Gut. Aber das ist ja mal cool. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Von wo denn? Das hier, lass ich mal gucken, ob die jetzt hier angegriffen werden. Ne, hier ist alles okay. Könnte er da oben sein? Ne, auch alles okay. Die wollten wohl auf meinen Panzer schießen. Ja, sehr intelligent, sagen wir es mal so. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ah, hier oben. Ja, ich muss weiter rauszoomen. Sonst sehe ich da manchmal solche Dinger hier nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Wow! Das war meine Artillerie. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Oh, hallo. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander.
Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Bitte, bewegt euch. Okay, die sollen eigenständig feuern. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ich versuche gerade herauszufinden, was mich hier jetzt gerade auseinandergenommen hat. Also irgendeine scheiß Artillerie haut mir gerade hier richtig den Arsch auf und ich habe keine Ahnung. Ich kann nur von da unten kommen. Es ist halt jetzt schon ärgerlich, dass ich die eine Einheit da verloren habe, aber hä? Ist nun mal so. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Schieß doch da drauf, was ein bisschen gefährlicher sein könnte, oder? Meinst du nicht auch? Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ich hab so das Gefühl, dass mich, glaube ich, meine eigene Artillerie gekillt hat. Ja, das wäre natürlich richtig ätzend. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Na, das sind dann die hier. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Der gibt Munition und Treibstoff. Das ist okay, sehr gut. Wir haben ein Sekundärziel erreicht, Sir. Wir haben den Feind geortet, Sir. Okay, so, dann lass uns mal gucken. Heliport. Was können wir denn kriegen? Ja, ist doch wunderbar. Können wir noch was holen? Dann holen wir das auch mit. Obwohl.
Verstärkung ist unterwegs, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Du bist keine Luftaufklärung, ne? Nee, nicht wirklich. Gut, wir kriegen ein Reparaturfahrzeug. Sonst kann ich hier nichts mehr holen. Doch. Ah, wunderbar. Ja, komm, nächste raus. Wir warten, bis es kommt. Habe ich noch nicht aktiviert? Achso, die Zeit. Okay, ja, ich sehe es gerade. So, jetzt müsste ja da sein. Verstärkung ist unterwegs, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Also man muss immer warten, bis die Verstärkung kommt, okay. Ja, würde sagen, das passt. Die sind auch relativ günstig, also deswegen, wenn man so einen verliert, ist nicht so schlimm. Ist hier immer mein Kit und das hier auch. So, und dann lohnt sich das doch. Mal irgendwie, das ist kein Selbstgame gewesen, oder? Glaube ich jetzt nicht. Nee, so kann ich mir nicht vorstellen. Oh, man kann jetzt wieder im Zug einsteigen. Kann ich? Warte, ich gucke mal gerade, ob das geht. Ah, ich kann nichts mehr holen, okay. So, lass uns mal gucken, wie sieht das aus? Ja, nice. Das Ding kann zu. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ah,
ist, das ist nicht besetzt. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Perfekt. Primärziel erreicht, Commander. Warum der jetzt ausgestiegen ist, keine Ahnung. Aber gut. Wir haben es geschafft, Sir. Die Gegend um Hermsdorf ist wieder gesichert. Gute Arbeit, Lieutenant. Aber ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen auch das sowjetische Hauptquartier in Spandau ausschalten. So. Ja. Verloren zwei. Ich habe nur ein Fahrzeug verloren. Habe ich eine Infanterie irgendwo verloren? Nicht mitgekriegt? Ja, kann sein. Aber wir haben hier alles erfüllt, das ist wichtig. Perfekt. Geheim, ich habe beim ersten Ding das Geheimziel nicht wohl doch nicht gefunden. Irgendwie schon ärgerlich, aber keine Ahnung, wo das war. Das da unten hatte ich zwar das Zufall entdeckt, weil mal rüberfahren, mal gucken. Ja, das ist ja manchmal so, fahr einfach mal dahin und dann hast du halt schon das Geheimziel, ne? Das ist halt echt manchmal so. Okay. Ja, wir haben alles erfüllt. Verluste 2. Ich habe da nur ein Fahrzeug verloren. Warum habe ich Verluste 2? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann es nicht erklären. Gut, das war's aber von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's weiter. Bis dann und ciao.